Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, heute möchte ich mit euch Kimchi machen. Das ist ein Nationalgericht aus Korea. Fermentiertes Gemüse, was durch einen Gärprozess geschmackvoller und auch haltbarer gemacht wird. Und ich habe das persönlich noch nie gemacht, deswegen wird das heute auch ein kleines Experiment. Ich bin sehr gespannt und ich freue mich schon riesig drauf, denn ich liebe Kimchi. Und ja, also bleibt dran und seid gespannt, ob das funktioniert. Wir fangen jetzt erstmal mit dem Chinakohl an. Den habe ich hier. Den werden wir jetzt in mundgerechte Stücke schneiden und das Ganze mit Salz vermengen. Der Chinakohl ist jetzt klein, so sieht das Ganze aus. Und den vermengen wir jetzt mit feinem Meersalz. Da habe ich hier ca. 50 Gramm. Und das machen wir, damit der Kohl Wasser verliert. Und erst dann können wir ihn weiter verarbeiten. Also das wird jetzt so ungefähr eine Stunde dauern. Und dann müssen wir das Wasser abgießen. Und dann können wir ihn weiter verarbeiten. In der Zeit können wir nämlich dann unsere Reispaste machen. Aber jetzt erstmal schön vermengen, dass der dann fertig ist für den nächsten Schritt. Wir müssen jetzt die Reispaste für unser Kimchi kochen. Und dafür habe ich hier Reismehl und Rohrzucker. Reismehl, das ist hier einmal so eine Packung, bekommt ihr in jedem gut sortierten Aldi-Markt. Ihr könntet aber auch Weizenmehl nehmen, habe ich gelesen. Wir nehmen heute das Original. Und als erstes kommt hier in unsere Gemüsebrühe, das sind 160 Milliliter, 3 Esslöffel Rohrzucker. Und dann noch Reismehl, auch 3 Esslöffel. Und das Ganze müssen wir jetzt hier verrühren, bis sich alles aufgelöst hat und es dickflüssig geworden ist. So, das werden wir jetzt erstmal machen. Sieht jetzt noch nicht so lecker aus, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich habe den Herd erstmal auf mittlerer Stufe. Ich denke, das passt. Das ging jetzt ganz schnell. Es ist jetzt schon dickflüssig. Ich habe jetzt noch einen Schneebesen zur Hand genommen, damit keine Klümpchen entstehen. Und jetzt stelle ich das an der Seite und lasse es abkühlen. Die Reispaste ist fertig und jetzt geht es weiter mit unserem Gemüse. Da habe ich hier Karotte, bisschen Rettich, auch Zwiebel und dann habe ich mir auch noch ein paar Radieschen besorgt. Und die werde ich jetzt erstmal in Scheiben schneiden und das kommt dann alles hier in meine Schale, wo später auch der Chinakohl reinkommt. Also, das machen wir jetzt erstmal und dann geht es auch gleich weiter. Ich habe ja wirklich gelesen, dass in Korea richtige Meisterschaften stattfinden, wer das beste Kimchi macht. Das finde ich schon ganz schön phänomenal irgendwie, dass ein Gericht so viel Anklang findet. Ich habe das ja zum ersten Mal in Berlin gegessen und es war so lecker. Ich habe mich immer gefragt, wie man das macht. Ja, und heute dann mein Selbstversuch. Ich bin gespannt. Das Gemüse ist hier in meiner Schüssel gelandet, sieht wunderbar aus und ich habe jetzt schon mal hier Ingwer geschält, eine Schalotte und 6 Knoblauchzehen und die werde ich jetzt ein bisschen klein schneiden, aber auch nur grob und das kommt dann gleich hier in meinen Messbecher, wo auch schon die Reispaste drin ist und mit diesen Zutaten werde ich dann gleich eine
Marinade herstellen. Aber erstmal schneiden wir es ganz ein bisschen klein, damit das besser gemixt werden kann. So. Alles schön hier rein. So. Tatsächlich kommt zu unserer Mischung hier aus Knoblauch, Zwiebeln und Ingwer auch eine Nashi-Birne. Die habe ich hier schon etwas kleiner geschnitten und die reiben wir jetzt hier noch mit dazu. Die ganze Birne. Und dann kommen da gleich noch Chili, ein Paprikapulver und Sojasauce dazu. Aber erstmal hier die Birne reinreiben. Ich bin schon richtig gespannt, wie das wird. Freue mich schon drauf. So Leute, die Nashi-Birne ist auch hier drin für unsere Marinade. Jetzt habe ich hier noch 40 Gramm Chili-Flocken. Die kommen auch dazu. So, dann braucht man noch 40 Gramm Paprikapulver, habe ich mir hier auch abgemessen. Und 30 Milliliter Sojasauce. So, und das Ganze werden wir jetzt gleich mit einem Stabmixer mixen. Und dann haben wir schon die Marinade. Ja, dann sind wir auch gleich fertig mit unserem Kimchi. Jetzt erstmal alles schön durchpürieren. Bestimmt gemerkt, es wird scharf. So Leute, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Ich habe jetzt von dem Kohl das Wasser abgegossen. Also ihr seht, der ist ein bisschen eingefallen, ist jetzt aber bereit, um gleich mit unserer ganz tollen Kimchi-Paste hier vermengt zu werden. Und dafür kommt das alles hier in meine Schale rein. Den Kohl lasst ihr dann am besten auch noch ein bisschen abtropfen, damit der wirklich auch nicht mit zu viel Flüssigkeit hier in eure Schale kommt. So. Und ja, jetzt könnt ihr eure Paste dazugeben und das Ganze vermengen und danach in ein Glas tun. Also Paste drauf und vermengen. So Leute, ich habe jetzt schon mein erstes Kimchi hier in das Glas gestopft und ich muss euch sagen, ich habe einmal probiert, es ist wahnsinnig scharf, aber total lecker, jetzt schon. Aber ihr könntet das auch wirklich erst in 2 Monaten genießen, denn es kann jetzt hier in dem Glas bis zu 2 Monate bleiben. Ich habe mir aber sagen lassen, in den ersten 3 bis 5 Tagen soll es am besten schmecken. Und das werde ich auf jeden Fall probieren. Ich gebe euch Bescheid in den nächsten Tagen, wie es geworden ist. In meinem Glas habe ich hier das noch mit etwas Salzwasser bedeckt, weil es muss auf jeden Fall mit Flüssigkeit bedeckt werden. Und ja, ich drehe gleich den Deckel drauf, dann ist es fertig. Ich freue mich, hat wieder Spaß gemacht und ja, wir haben einen super Asian Superfood gemacht. Freut mich total. Ich wünsche euch noch einen ganz tollen Sonntag. Genießt eure nächste Woche und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Video wieder.